Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir einen Bohneneintopf und zwar aus Buschbohnen, die haben wir noch im Garten, letzten dieses Jahr. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich dir heute mal einen leckeren Bohneneintopf. Passt auch ganz gut zum Herbst. Wenn du mal sehen willst, wie der geht, bleib einfach mal dran. Du beginnst als erstes einmal mit einem Liter Brühe und die setzt du erstmal auf, nimmst du Fleischbrühe, kannst du ein bisschen Bouillonwürfel nehmen oder Brühepulver. Einmal kurz aufkochen lassen. Und dann kannst du in der Zwischenzeit, wo es halt aufkocht, kannst du schon mal dein Gemüse schneiden. Ich habe jetzt hier als erstes einmal Karotten, 6 Stück nehme ich dafür. Das Rezept ist für 3 bis 4 Personen, 3 Verfressene, 4 Normalessende, wenn du eine Beilage noch Brot hast oder sonst irgendwas dazu. Ja, und ich würde sagen, Karotten kannst du schälen, musst du nicht zwingend schälen. Sauber sollten natürlich sein und dann in feine Ringe schneiden. Wie gesagt, ich schneide hier ungefähr einen halben Zentimeter dicke Stücke runter. Und wenn die hinterher dicker werden, die Karotten sind ja so an sich, kannst du hier sogar hingehen und das Ende abschneiden, beiseite geben, kannst sie sogar halbieren. So, damit du dann relativ gleichmäßige Stücke hast, die nicht so dick sind. Kartoffeln, wie gesagt, einmal schälen. Geschält sind die Kartoffeln jetzt. Diese dann grob würfeln. Das gleiche hier machst du mit der Zwiebel. Die schneide ich aber auch nicht so mega fein, weil man soll schon noch ein bisschen Struktur haben. Und deswegen schneide ich die einmal nur horizontal und drei, viermal vertikal ein. Jetzt kannst du schon mal anfangen, den Topf aufzuheizen und zwar mit einem Schuss Öl. Und in der Zwischenzeit schneide ich hier nochmal so eine Scheibe Speck erstmal unten das Fett ab. Also, ich mag das persönlich jetzt nicht. Also, diese Schwartenhaut hier unten, das hier, das schneide ich ab und dann schneide ich das hier nochmal in relativ dünne Streifen. So, dann drehst du den Topf auf, ja, mittlere Stufe runter. Gibst da einen Schuss Öl rein, ungefähr 1-2 Esslöffel. Und dann gibst du den Speck und die Zwiebeln zuerst rein und lässt das also 2-3 Minuten Farbe annehmen. Das Fett schwitzt dann schön aus. Also der Speck, das Fett hier aus. Die Zwiebeln nehmen ein bisschen Röstaromen an. Und dann kommen noch die anderen beiden Gemüse dazu. Und dann habe ich noch hier solche Schinken mit Würstchen. 2 Stück in Scheiben schneiden, auch noch dazugeben. Alles einmal durchrühren und dann Fleischbrühe ungefähr 1 Liter, vielleicht ein bisschen mehr aufgießen. Reicht definitiv noch nicht, denn da muss ja noch mehr Flüssigkeit rein, aber kommen auch noch mehr Bohnen rein. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe hier noch Buschbohnen aus dem Garten. Die sind manchmal mit ein bisschen Rost drauf und hier eine abgebrochene oder abgeknabberte von der Maus oder sowas. Die werde ich jetzt versäubern. Denn die Fleischbrühe und das Gemüse soll jetzt erstmal 10, 12 Minuten, 15 Minuten kochen und schon weich werden. Und die Bohnen, die möchte ich gar nicht so lange kochen. Das ist auch ein Riesending hier, ne? Die möchte ich gar nicht so lange kochen, weil ich möchte die Farbe der Bohnen erhalten. Das heißt, maximal 4-5 Minuten. Danach wird es schon wieder scheiße, weil es wird nämlich grau. Und ich möchte keine grauen Bohnen haben. Das wird mir wahrscheinlich fürs Foto hinterher nicht so gelingen, aber das ist ja halt das Ziel. Und die sind ja super schnell durch. Deswegen einfach jetzt Deckel drauf, im Topf kochen lassen, eine Zeit putzen und dann läuft es. Mit denen geht es ja super einfach vor. Also, ich habe die schon gewaschen. Das ist zumindest das Mindeste, was ich schon gemacht habe. Wenn du jetzt ein Paket hast, holst du, haben die manchmal immer noch diese Endstücke hier abgeschnitten. Bei mir hier zum Beispiel habe ich ein abgebrochenes Stück vorne. Da war was schlecht dran. Und hier vorne diese Nase, immer mal gucken, ob die noch elastisch ist. Ja, die kannst du auch nicht dran lassen. Also, ich mache das, habe es bisher immer so gemacht. Was ich jetzt auch schon machen werde, ich habe hier Bohnenkraut. Und zwar sind das Bohnenkraut Ranken. Und die werde ich jetzt erstmal hier
entranken. Du kannst hier ruhig nochmal grob durchhacken. Und du kannst sie auch jetzt schon da reingeben, auch wenn die Bohnen, die hier noch liegen, noch ein paar Minütchen warten müssen. Die Bohnen dazugeben kannst. Ich habe diese großen, überlangen Bohnen, die bei mir da gewachsen sind, nochmal halbiert. Das ist hinterher zum Kauen auch wesentlich sinnvoller. Reingeben, unterheben, noch ein bisschen Brühe aufgießen. So, der Eintopf ist jetzt fertig und du kannst ihn am besten sofort essen. Am nächsten Tag schmeckt er noch ein bisschen besser, ist er noch durchgezogen, aber sind die, sag mal schnell, Buschbohnen dann leider etwas gräulicher, aber es tut dem Geschmack keinen Abbruch, ne? Und ja, wie gesagt, wenn du es mal nachgemacht hast, schick mal ein Foto, freue ich mich drüber und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis demnächst.